hinten haben wir keine Beacons, vorne auch nicht. Ich glaube, ich mache das echt mit, dass ich stark auf Early Access Spiele gehe. Okay, unser Airhorn ist original ein... eine Zuguppe. Würde ich erstmal behaupten. Niftelhain? Das kann ich mir ja mal gar nicht vorstellen, aber... ich verbinde damit auch nicht das, was die Screenshots zeigen. Könnte man sagen, ist auch dezent passend, wenn wir von Rail Export losfahren, aber... So, 900 Kilometer wieder vor uns. Ich guck mal kurz auf der Karte. Wir fahren auf alle Fälle auf der... Ich weiß, es hat immer noch nicht... Die im Multiplayer? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir fahren nicht nach Kanada, nach Amerika rein. Ich glaube, das sieht nur so aus. Obwohl, doch, wir fahren... Ernsthaft, wir fahren für, keine Ahnung, für 20 Kilometer nach Amerika rein, läuft. So, dann kann man nochmal gucken, ob es hier irgendwelche Sachen aufzudecken gibt, ob es irgendwelche Fragezeichen gibt. Ist vielleicht nicht die beste Idee mit unserem Sachen im Schlepptau. Okay, Thunder Bay, an Thunder Bay vorbei und dann sind wir schon gleich bei Marathon. Es gibt nichts zu entdecken. Schade, aber war auch... ist auch nicht so schlimm. Dann würde ich mal sagen... Ontario, willkommen! Wir machen einen kleinen Marathon. Es gibt in Dick or Die jetzt einen Multiplayer. Oh, bitte lass uns mal im Multiplayer Dick or Die spielen. Francesco. Okay. Und aufnehmen. Ich hab mich so in dieses Spiel verliebt. Hast du dir das Projekt von mir angesehen? Weil kennst du Dick or Die soweit? Ich habe, glaube ich... Du fährst das, nicht. Was, du fährst nicht. Das war das, was kurz vor den 100 Parts beendet war. Das, daran kann ich mich noch erinnern. Und ich habe, glaube ich... so richtig reingeschaut, also aktiv geschaut, ab diesem Ding mit Frankreich. Falls du dich erinnerst. Mit der Frankreich-Geschichte. Sekunde. War, glaube ich, irgendwie, ich sag mal, Folge irgendwas mit 6. Also mit der 6 davor, glaube ich. Also relativ weit hinten. Ja, ich gehe mal. Oder doch 58, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war 64, ich bin mir aber nicht sicher. Ich schau mal. Ja, mach das. Nein, ich möchte im Creator Studio, danke. Aber ich fände das voll cool, wenn man das so nochmal als Projekt gemeinsam aufnehmen könnte. Kann man gerne machen. Weil für mich alleine ist es ja abgeschlossen, aber es ist ja immer noch Early Access. Und wann habe ich das gemacht? Warte. Das habe ich vor 2 Jahren gemacht, da könnte sich vieles geändert haben. Lange ja schon krass. Hat sich hier wahrscheinlich jede Menge getan. Okay, wo sind wir nochmal? Wir sind in Manitoba, heißt wir dürfen 100 Kilometer pro Stunde fahren. Maximal 110, aber auf dem aktuellen Streckenabschnitt noch nicht. Welche Paris-Geschichte meinst du denn? Eine sehr gute Frage. Wenn du mir den Titel sagst, weiß ich es bestimmt. Okay. Ich fange bei 58 an. Dick or Die. Neues Gebiet. Back to Grappling. Vollendung der Gartentauchstation. Höhlenerschließung ist kinderleicht. Mit dem Strom bis nach Novosibirsk. Sterben endet tödlich. Schwarzer Kristall. Unfassbar einfach. Sie nennen es die Festung. Ich muss die Seite wechseln. Strom, ganz ohne Atom. Let's joke, es schlecht es geht. Begriffsstutzigkeit à la carte. Begriffsstutzigkeit à la carte. Vielleicht das? Sie bekommen nie genug. Ui, 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 ui. Was? 1000 Arten, ich will Sex zu sagen. Bitte, was? Worum geht's in diesem? Von naturbelastenden Foltermethoden? Hallo? Was geht mit mir denn? Oh, am besten. Oh, das war so peinlich. Boah, als ich kurz vor Abschluss war. Dann so,
Ja, es war ein schönes Spiel. Wir beenden es dann jetzt mal. Ich fliege hoch. Bam! Die Rakete explodiert, weil sie auf einen Block trifft. Oh, das so, bitte. Das war so peinlich. Warum F5 eine tolle Taste ist. Episches Ende mit Hindernissen. Danach kamen nochmal zwei. Aber ich. Schöner Titel für den vorletzten Part, ist ja auch vollkommen overpowered und anders skillt, ne? Ja, haben wir nichts gelernt, wa? Das waren ja noch zwei Videos, die nach dem Ende des Spiels, also nach dem offiziellen Ende des Spiels dazu kamen. Okay. Deswegen, und am Ende, da ist so von wegen, ja, du bist vom Planeten entkommen und nach zig Jahren kehrst du mit den neuesten Erfindungen deiner Firma zurück, die dank deiner Geschehnisse, dank deiner, ja, was dir halt passiert ist, entwickelt wurden und bla bla bla. So eine Waffe, die nie nachladen muss, ein Jetpack, der unendlich hält. Ich flieg irgendwo rein und sterbe an Fallschaden. Ungefähr so. Auch nicht schlecht. Ich mega schlau, ne? Ich find's hier schön grün. Ich mach doch mal ein Foto. Schön viel Buschwerk. Also, was soll man dazu anderes sagen, als vollkommen overpowered und anders skilled? Ich kann's ja am besten will nicht sagen. Auf jeden Fall beschreibt der Titel mein gesamtes YouTube-Leben. Naja, meistens bin ich underpowered und anders skilled. Also beschreibt es doch nicht dein YouTube-Leben. Es beschreibt aber sehr gut, wie ich mich sehe. In manchen Verhältnissen. Immerhin etwas. Hast du die Godai? Ich kaufe es dir jetzt. Du kriegst es so. Okay. Ich will das spielen. Dann kaufen wir es noch für den richtigen Frank the Titan. Termin festlegen. Wann ist dein Geburtstag? Termin festlegen? Wann ist dein Geburtstermin? Francesco. Das ist eine sehr gute Frage. Wann planst du geboren zu werden? Oder wiedergeboren? Oh Mann! Ich lese Ankunft, nicht Ankunft ihres Geschenks, sondern Ankunft ist egal. Ich kaufe es jetzt einfach für so vorne. Der Sound. Als ob einem ein Mac entgegenkommt. Ah, das ist irgendwie so surreal, dass jetzt irgendwie Moment. So viele LKWs einfach so rollen. Und nicht so standardmäßig. Okay, wir fahren hier mit gemütlichen 95 km pro Stunde hinterher. Gar kein Problem, das ist ja gleich die Grenze. Wir fahren kurz durch. Was war das überhaupt nochmal? Ich habe keine Ahnung, wo wir durchfahren. Ich muss echt nochmal nachgucken, wo. Was. Es ist zumindest nicht. Ich hoffe, es wird dir jetzt gleich angezeigt. Du musst es durchlesen. Es ist auf alle Fälle nicht North Dakota. Es ist Minnesota. Wir fahren noch ein kurzes Stück durch Minnesota. Was war nochmal in Minnesota? Gab es da nicht irgendwie so eine Stadt? Nochmal nicht. Nimm mal Minneapolis. Ich würde mal sagen, manche Dinge müssen auch einfach unter uns bleiben. Ja.
besser ist dem. Das sehe ich auch so. Ich glaube, der Kollege hat es vergessen, das verlieren wollten. Und schaut gerade nicht auf sein Handy. Okay, Bibliothek, Spiele. Ich habe 83. Welches habe ich mir vorhin nochmal geholt? Wo Way of Life, da. Ich bin super, ne? Ja. Ich könnte auch Slice of Life spielen, aber das würde meinem Gemütszustand schaden. Ich muss auch Golfit wieder runterladen. Ist das... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich möchte Godai spielen. Ich installiere es jetzt auf jeden Fall. Ist aber praktisch, dass wir hier, wenn wir nach Amerika reinfahren, nichts ein müssen. Wir müssen demnächst mal Godai spielen. Okay. Ja, sehe ich auch so. Bin genau deiner Meinung. So, dann fahren wir wahrscheinlich. Okay, zum Glück ist da noch eine Tanke dabei, heißt, wir werden nicht rausgewunken. Puh. Ich hab's fast hinbekommen, durch Alberta zu fahren, an drei verschiedenen Waste-Gale Stations vorbeizugurken und fast bei jeder rausgewunken zu werden. 66% waren es, genau. Aha. Oder 66,6%, ja. Sag mal was. Was? Ich mach grad mal einen Test hier, so vom Wegen. Sag mal was. Was? Danke. Aufnahmen. Wir müssen auf alle Fälle unterwegs nochmal anhalten, aber diese Tanke wäre jetzt nicht ganz so passend gewesen. Und fahr halt nicht, ich mach dir auch nur. Ja, das passt. Aus Jux und Dollerei Platz. Da. 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 Soll ich jetzt ETS im Single- oder im Multiplayer-Modus spielen? Ach komm, Multiplayer, kann ich mich besser blamieren. Manche Leute spielen ETS 2 im Multiplayer, um einfach mal so mit anderen Leuten einfach so ganz entspannt durch Europa zu fahren. Andere Leute fahren Multiplayer, um sich zu blamieren. Da gab es einen Unfall. Eieieiei, ordentlich Blechschaden. Okay, ich sollte vielleicht nicht überholen. Wir sind doch schon gleich wieder hier in Kanada. Und wir mit unserem langen, schweren Ding sollten nicht unüberlegte Manöver machen. Ja, Launch ETS 2 bitte. Eine Stunde und dann lerne ich. Oh, ich hoffe, ich darf die Musik noch weiter nutzen. Boah, ist dieser Scheiß hier laut. Mixer. Leiser. Ich habe mich gerade mega erschrocken. Ich dachte, aus den Augenwinkeln des würde jemand gerade durch das Fenster reinschauen. War ziemlich creepy. Also überhaupt durchs Fenster so reinzuschauen in eine Wohnung ist schon creepy, aber dann noch mit einem creepy Gesicht. Das stimmt. Ja, ich werde die Nacht mega gut schlafen. Und wir schleichen mal wieder den Berg hinauf, da geht es gleich zweispurig weiter. Und dann schleichen wir noch mehr den Berg hinauf, weil die da vorne wieder nicht scharf fahren können.
Weißt du, was das Problem ist? Nee. Das Fenster ist genau neben mir. Das bedeutet, ich kann auch aus dem Augenwinkel einfach mein eigenes Gesicht sehen und nehme nur wahr, da ist ein Gesicht. Hab ich mir schon fast gedacht. Das ist noch, das beruhigt mich nicht. Na, sag nochmal was. Was? Ich muss dich doch wieder lauter stellen. Oh. So, sag nochmal was. Was? Okay, da passt. So. 3, 2. Hallo Internet und YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Euro Truck Simulator. Hey. Dir auch einen schönen guten Abend. Ja, das wollte ich damit ausdrücken. Ich wollte nicht damit ausdrücken, dass ich gerade wieder ausgebumst wurde. Das stimmt. Oh, ich bin gleich bei Fort Friends. Fort Francis wahrscheinlich. Wir sind gerade live in dem Twitch-Stream des lieben Francesco. Ich bin nicht lieb. Was? Du, ich bin nicht lieb. Zumindest war ich es gestern nicht. Ja. Gestern. Wo bin ich denn hier? Ach ja. Gestern hattest du die Ausrastfunktion daueraktiviert. Warum geht dieser scheiß Motor gerade nicht an? Okay, Fort Francis lassen wir auf der linken Seite liegen. Achso, ich war im Leerlauf. Was für ein Fort war denn das nochmal, wo es vor ein paar Jahren gebrannt hat? Oder wo das ganze Fort, die ganze Stadt faszinierend gebrannt ist? Ist das nicht auch so ähnlich? Nee, anders, ja genau. Aber das war, glaube ich, mehr im Norden, oder? Fort Nelson war es nicht. Ach, Fort Mac. Das war Fort McMurray, genau. Da hat er mich einfach mal angebumst. Ich wurde angebumst. So wie Jan gestern und ich hier ein Looping gemacht habe. Oder ein Salto-Ping, ja. Boah, du, ich habe auch einige Stunts hingelegt, das glaubst du nicht. Schade, dass keiner da war, um sie zu sehen. Ihr wart ja alle schon vorne, weil ich ja zweimal nach Birmingham gespottet wurde. Money! Da fahre ich vor Wut vor die Wand. Ich hab Schaden 4%. Toll. Finde ich super. Raus aus dieser scheiß Stadt, ey. Mann! Ich will jetzt nach Italien! Geht dir wieder gut los. Ich bin super drauf. Vielleicht sollte ich auch auf die Karte wechseln. Und ein Ziel markieren, anstatt einfach nur zu fahren. Dann würdest du zumindest nicht ohne Ziel fahren. Oh, ich fahre nach Paris. Finde ich gut. Das ist kein Grund. Da stand 90. Warum sagt das Navi 80? Kannst du nicht lesen? Bei LKW-Geschwindigkeit. Ist mir egal. Da war nur ein Schild und das sagte 90. Für die Autos und LKWs dürfen in den Land wahrscheinlich 80 fahren. Wo bist du überhaupt gerade? Soll ich jetzt 60? Nein, jetzt darf ich aber 70. Kreisverkehr! Nee, Kreisverkehr gibt es in Kanada nicht so. Nein! So fahre ich wieder zurück in diese verfluchte Stadt. Das ist gerade eine ganz schlechte Idee. Na, doch nicht. Wo fahre ich denn? Wo bin ich? Müssen wir nochmal uns hinlegen? Was bumse ich da gerade an? Vielleicht. Aber Schaden, ich dachte schon. Ja. Das wüsste ich aber nicht. Ich bin eine super Autofahrerin. In ETS. Du machst das LKW. Die beste, möchte man sagen. Und warum sagt man es dann nicht?
neidische Zungen. Ah. Sie wollen es nur nicht wahrhaben. Wahrhaftig, wahrhaftig, wahrhaftig. Ja. Du weißt es doch, du gehörst doch auch dazu. Hui! Zu den bösen Zungen? Ja. Du weißt doch auch eigentlich, dass ich voll gut fahre. Ich wüsste aber nicht, dass ich mit gespaltener Zunge rede. Meine ist noch ganz. Wir die Bremse wieder bergauf. Okay, dann hier. Gehe ich aber sonst wohin. In den Zoo. Nee, ins Lebensmittelgeschäft. Und schmeißt dann die Dosenpyramide um, genau. Nein, du kaufst eine Fleischwurst. In den Verantwortlichen zu schlagen. Da war ein Hoppel. Geschwindigkeitsüberschreitung, 5 Sekunden auf der Autobahn, schon geblitzt. Läuft. Ja, finde ich auch. Ich mag's, Rekorde aufzustellen. Hui, was ist denn hier los? Da hinten. Okay. Boah, ich bin aber auch gestern wütend gewesen. Eine Grenze? Ist das eine Grenze, die da so gestrichelt eingezeichnet ist? Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. A16. Wo fahre ich denn eigentlich gerade hin? Nach Piesch. Hui. Ich muss das Spiel doch mal wieder lauter machen. Ich habe es zu leise gestellt. Oh, Sekunde, da vorne kommt ein Rastplatz. Nee, das ist eine Maut. Ja, oh, ich bin ja immer noch in Frankreich. Mal langsamer, vielleicht will der Bus da irgendwie. Ja, YouTube, das nenne ich passend. Aber Raststätte zum Tanken? Nee, oh Gott, wir müssen langsam tanken. Fahren wir hier rauf. Nach Thunder Bay würde ich sagen. Okay. Einmal kurz das Spiel verstellen. Ich möchte gleich hören, ob der Motor denn noch an ist. Wenn ich dran denke, werde ich gleich dieses. Natürlich! Jetzt ruft der Kollege. More Traffic mal rauspacken. Oh. Ich bin nochmal weg. Tschüss. Okay, ciao. Und so plötzlich, wie sie kamen, gingen sie auch wieder. Viel zu viel Verkehr. Auf Dauer. Also zu bestimmten Zeiten vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht dauerhaft zu viel Verkehr. Fände ich jetzt zumindest angemessener.
Da haben wir vielleicht auch das eine oder andere Mal sogar noch die Möglichkeit zu überholen. Das ist ja normalerweise möglich, ja. Warum der tritt irgendwie gefühlt immer auf der Bremse? Bremse, Bremse, Bremse. Oder das Warnblinker. Boah, so anstrengend, ey. Ich habe ja schon fast versucht, oder ist ja immer fast versuchen, rechts zu überholen. Auf alle Fälle ist nicht mehr ganz so weit nach Thunder Bay. Danach müssen wir wahrscheinlich noch mal wieder Dings da bei der Waystation, halten. Gehe ich mal von aus, einfach so spontan. Ein bisschen Lust auf Couch Spaß im Moment. Da ich aber wahrscheinlich gleich irgendwie mich links halten muss, bleibe ich erstmal auf der linken Spur. Überraschenderweise ziehen wir sogar noch an den Farland Bus vorbei. Langsam aber stetig. Gar nicht rechts halten, allerdings halten meine ich. Aufliegerschaden 0%, läuft. 1%, scheiße. Und da ist der Boss wieder. Wir müssen uns trotzdem hier links halten. Nach der nächsten roten Ampel. Oh, die ist noch grün. Ne, die ist nicht mehr grün. War klar. Mein erster Aufenthalt in Thunder Bay.
feststellen, dass der Kollege vor uns rechts abbiegen wollte. Aber wir müssen uns trotzdem wahrscheinlich hinter dem Bus einfädeln. Der Bus doch weitaus schneller als ich. Dann wird es auch wieder Nacht. Okay, wir müssen uns vielleicht rechts einfädeln. Vermute ich zumindest, obwohl ich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es einmal eine rechtsseitige Spur dann gleich. Ja, sehr schön. Ja, tanken wollte ich sowieso nach der Maut. Ach, nach der Wayscale Station. Trifft sich gut, wir sind auch langsam müde. Wir würden es dann nochmal easy schaffen, aber wenn wir die Zeit noch haben, dann können wir uns dann nochmal hinlegen. Vermutlich ist die Waage offen und das weiß ich, was wir da wahrscheinlich rausgewunken werden, weil wir einfach so viel Gewicht haben. Und natürlich ist es möglich, dass wir zu viel Gewicht drauf haben. Heißt, wir sind ein potenzielles Opfer, um rausgewunken zu werden, da wo viel Gewicht ist, auch viel Gewicht mehr sein kann, als auf den Papieren steht. Solange es keine richtig große Kontrolle ist, dann passt das ja. Hab's ja gedacht. Warum auch immer das mittlerweile zweimal piept. £143.000. Läuft. Und gleich definitiv tanken. Ein bisschen vorne, da können wir kurz tanken, schlafen und dann geht's wahrscheinlich bei Tageslicht weiter nach. Dann fahren wir noch hin, ich aus. Nach Marathon, genau, da war ja was. Uiuiui! Uiuiui!
Gut zu wissen, dass hier ein Unfall war. Auch die, oh Gott, die richtige Raststelle für uns, unserem langen Schweiler. Eieiei. Die Frage, die ich mir stelle, wie kommen wir dorthin? Ah, da vorne. Ja, gut. Sind wir nicht willkommen? Gehen wir nochmal eine Ehrenrunde. Verwirrt. Können wir nicht schlafen? Das ist doof.
wo können wir sonst noch schlafen? Ja, nicht mehr, okay. Um es kurz zu machen, weil es hier nicht schlafen können, müssen wir durchfahren. Okay, dann fahren wir weiter. Haben wir uns schon lange noch hier aufgehalten? Schade. Fahren wir halt durch. Wenn es nicht anders geht, dann fahren wir durch. Okay, wir werden wieder ausgebremst, aber trotzdem ab nach Marathon. Wieder auf dem Transkanada. Okay, das war jetzt keine gute Idee, aber wie gesagt. Hilft doch mal, ey. Also wenn man jeden Überholvorgang lässt, bimmelt wie Sau, dann hau ich den Soundmod, den Soundtrack auch wieder raus. Haben wir es ja schon fast geschafft am Marathon. Oh, 200.000, da bekommen wir 10.000 dafür. Dann sind wir ja zumindest schon mal dem ganzen Ziel ein bisschen näher. Haben wir schon mal ungefähr dann die Hälfte zusammengefahren. Uiuiui.
Aber es sind echt ziemlich weite Strecken. Ich glaube von Staffel 3, da kann ich auch irgendwie... Befürchte, dass ich Staffel 3 wahrscheinlich alle 2 Wochen aufnehmen muss und streamen werde. Und dann ist auch, glaube ich, echt wirklich irgendwie so, keine Ahnung, 4 bis 6 Stunden nur das Maximum, weil man einfach danach irgendwie übermüdet ist. Von den langen Strecken. Zumindest aktuell, das kann aber auch daran liegen, weil viel Verkehr ist. Ich weiß nicht, ich werde es beim nächsten Mal sehen. Oder ob es eigentlich gerade nur so Zeit ladet. Ob es gerade irgendwie nur die Montagsmüdigkeit ist. So dieses konsequente Ausbrennen, das ist echt dezent anstrengend. Er ist auch mal im Marathon. Uiui. Das Soundpack ist halt auch schon gut. Nur halt das. Wenn das bei mir in den Überholvorgang piept, dann. Und keine Ahnung, dann ist es. Unbrauchbar, meiner Meinung nach.
Gefällt mir ja auch nicht, ne? Muss ich jetzt zugeben. Werde ich wahrscheinlich das Interior und Exterior Big Pack Ding da auch wieder rausschmeißen müssen. Aber erstmal kassieren wir den Cash. Immerhin neues Level. Machen wir mal schön hier fahren und so weiter. Ah, wollte ich gar nicht. Wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Mal schauen wir. Moment. Mal schauen, was wir beim nächsten Mal wahrscheinlich fahren werden. Kleiner Weg. Kurze Fahrstrecke in Ontario wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wir werden es sehen beim nächsten Mal. Ich schmeiße jetzt nochmal einfach hier diese. Diesen einen Mod daraus, der gar nicht hier drin ist, fällt mir gerade auf. Aber dann packe ich den hier raus. Wenigstens etwas. Oh.